So, auf zum Rüstungslabor. Wir müssen mal unsere Waffen anschauen. Vielleicht können wir hier mal wirklich was verbessern, so langsam. Aber erstmal sprechen wir mit dem Kollegen hier. I've been waiting. Und, willst du mit mir kommen? Wohin? Meine Mutter hat mich davor gewarnt, Fremden zu folgen. Finde ich schön. Nein, wir folgen ihnen mal. Wusste ich's doch. Komm, lass uns etwas Spaß haben. Okay. And this is my secret lab. Well, don't be shy. Go on in. Das sieht aus wie ein vergewaltiger Keller. Was zum... Oh, come on. Don't be so mad. Was zum... You know me. I had to know more. The drug isn't as strong as what I used on you. The kid'll be fine. All right. I'm sorry. What the fuck? Look! It's wearing off! The kid's waking up now! Everything's fine! Hey! Crossame! We could have all gone together. That Crossame. Such a shy boy. Hmm. Looks like the drug hasn't worn off entirely. Oh well. I guess I'll have to carry you. Was zur Hölle? Ich sag doch, das ist ein vergewaltiger Keller. Was geht denn hier ab? Okay, man spricht also Kurasame aus. Ist ja auch interessant. Ich bleib, glaube ich, trotzdem bei Kurasame. Was zur Hölle war das denn? Und ich dachte es mir noch, als ich in diesen Keller gekommen bin. Alter. Du wirst ja einfach mal betäubt, natürlich. Gott. Aber zumindest können wir jetzt hier rumlaufen. Gibt's denn hier irgendwas für uns zum Erkunden? Nicht so wirklich, ne? Schade eigentlich. Ein Buch zu mitnehmen. Wir müssen doch irgendwas, irgendeinen Profit davon hier schlagen können. Nee. Nichts zu holen. Was auch immer die beiden Kerle da angestellt haben mit uns. Können wir eigentlich wieder hier durch? Nee, ne? Ach doch, können wir. Interessant. Gut, Katsusas Forschungszimmer ist ab jetzt also für uns verfügbar. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da jetzt noch so oft reingehen will, ganz ehrlich. Das war doch ein bisschen creepy gerade. Vor allen Dingen, wie sie so richtig schön... Ach, scheiße, das war die falsche Abteilung, Entschuldigung. Wie sie so richtig schön noch mit den Vorurteilen spielen, ne? Mit dem Vergewaltiger-Vorurteil. Man geht mit einem Fremden mit, landet in irgendeinem Keller und plötzlich wird man bewusstlos gemacht. Wunderschön. Okay, schauen wir uns hier mal um. Die Japaner. Gut, hier hinten haben wir noch jemanden zum Reden. Das ist... Sank? Kann das sein? Wow! Ja. What a big dude! Sink. You know that it's not polite to make comments on people's physical attributes out loud. What? But I remember Sice once told me, anyone can see that you're flaky. What? Well, the bond between those in Class Zero is special, and essentially what that means is... I don't mind at all. I'm not angry. Even so, there's no excuse for saying what we said. Please forgive our rudeness. Your apology is accepted. I am Reed. I'm Sink. This is Trey. Nice to meet you. Pleased to make your acquaintance. Lorican blood runs through my veins. That is the reason I am such a big dude. Lorica? Wait, didn't Lorica... Yes. It has fallen to the Empire. Militas must pay for what it has done. Let us work together to avenge your homeland.
I'm sorry, but I have no interest in vengeance. I fight to stop the bloodshed, and for the future of those I care about. That is all. Wow, this guy's kinda cool. Yes. He has strong convictions. Okay, danke schön, dass er endlich mal diesen Namen ausgesprochen hat. Es wird also Sync ausgesprochen, alles klar. Ich hatte ja keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Ja, der Big Dude war dann ein Lorikaner. Jetzt haben wir auch mal einen aus Lorica gesehen, ist auch interessant. Sind also große schwarze Kerle. Ich mochte den, der war nett. Und in dem Video hat sich jetzt auch gezeigt, warum ich Trey mag und warum ich Sync nicht mag. Sie ist einfach eine Dumpfbacke. Tut mir leid, ist aber so, Mädel. How may I enlighten you? Eine Mission zu erhalten ist ein Beweis des Vertrauens, das man uns entgegenbringt. Wenn man sich das vor Augen hält, kann man alle Schwierigkeiten überwinden. Can I help you? Ganz viele Leute sagen mir, wie toll sie die Klasse 0 finden. Die wissen alle, was wir so drauf haben. Oh Gott. Okay, ich wollte aber eigentlich hier zu dir. Wenn Rob um seinen Einfluss ausweiten kann, können wir die Versorgungsrouten ausbauen und die Läden beliefern. Wir verlassen uns auf euch. So, schauen wir doch mal. Wir haben ja schließlich einiges an Gil. Da können wir doch bestimmt auch mal ein bisschen was hier kaufen. Auf jeden Fall 35.000, die Donnenpeitsche. Wow. Wisst ihr was? Gekauft. Da bin ich doch sofort dabei. Gibt's auch nur für sie zurzeit, ne? Für alle anderen gibt's zwar bessere Waffen, aber nicht solche. So, die Magnums hole ich mal. Ich kaufe mal zumindest für die Leute, genau, das ist für Queen, das dachte ich mir. Ich kaufe mal zumindest für die Leute neue Waffen, die ich auch im Hauptteam immer so einsetze. So, wer fehlt denn jetzt noch? Die aus dem Hauptteam habe ich, aus dem ersten Team habe ich alle. Ach hier, die Kristallitpistole muss ich noch finden. Hier, MTKP-2. Damit müsste ich jetzt eigentlich für alle was haben von den sechs. Wir gucken mal kurz. Waffen. Ne, es sind erst 5. Einer fehlt, aber wer? Moment, ich finde es raus. Ah, natürlich. Trey. Der, mit dem ich gerade geredet habe. Hier, der Silberbogen. Den wollen wir natürlich auch noch haben. So. Und dann... Ach, ich kann die hier gar nicht auswählen. Das muss ich am Speicherpunkt machen, den es hier nicht gibt. Oh. Da wird Seven jetzt so dermaßen abgehen. Das wird geil. Das wird cool. Das wird echt cool. So, wir bewegen uns aber erstmal zum Gemeinschaftsraum weiter. Oh, da freue ich mich drauf, die Waffe auszuprobieren. Das ist ja gleich ein ganzes Stück mehr Schaden, die die macht, ne? Also richtig viel mehr Schaden. Das wird cool. Feeling good? Na, Jackie? Menschen haben zwei Gesichter. Das ist doch irgendwie gruselig. Die Erfahrung durfte ich gerade machen. Unter Druck kann wohl niemand mehr seinen wahren Charakter verbergen. Wir sind im Krieg mit Melitis. Da sollte man meinen, wir würden alle an einem Strang ziehen, oder? Aber auch in Rubrum gibt es alle möglichen Arten von Menschen. Und wenn es eng wird, können sich einige von ihnen um 180 Grad drehen. Wenn zum Beispiel Queen sauer wird, dann sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Ich habe das bisher nur einmal miterlebt. Aber das war ein Augenblick, den ich nie vergessen werde. Okay. Das wäre was, das mich auf jeden Fall auch mal interessieren würde, wie es aussieht, wenn Queen sauer ist. Hey, how are you doing? Dieser Kator Bashtar, gegen den wir letztens gekämpft haben, der ist eine ganz schöne Größe in Melitis. Kein Wunder, dass er so stark war. Yeah? Wenn Queen sauer ist, dann ist sie wirklich Was? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir müssten vielleicht auch irgendwann mal den Charakter wechseln, damit wir Seven eventuell mal antreffen könnten im Gespräch. Hatten wir zwar schon mal, als wir, da haben King und Seven diese seltsame Tussi getroffen, die sich von allen angegriffen gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Aber kommt ja bestimmt auch nochmal ein anderes Gespräch dazu mit ihr irgendwann mal. Hey, Mog, was geht? Ein Kadett meiner Klasse hat mich ausgeschimpft, Kubo.
Haltest du mich auf? Na klar. Mir schwirrte in letzter Zeit so der Bommel von allem, was ich zu tun hatte. Die Reinigung der Kadettenuniformen, die Vorbereitungen der Mahlzeiten und dann noch die Krankenbesuche bei den verletzten Kadetten, Cooper. Da habe ich total vergessen, einem meiner Kadetten mitzuteilen, dass die Kennungsmarke von jemandem aus seiner Familie auf dem Schlachtfeld gefunden wurde, Cooper. Als er es herausfand, war er sehr böse und schimpfte mich aus. Cooper! Wenn es um Leben und Tod geht, dürfte nichts anderes wichtiger sein, meinte er. Ich muss mich wirklich noch mehr anstrengen, Cooper. Danke fürs Zuhören. Das ist aber auch ein bisschen unglücklich, sage ich mal, wenn du gerade das vergisst. Aber gut, wenn du meinst. So, die Aufträge lasse ich jetzt alle mal links liegen. Die sind jetzt gerade mal egal. Hier ist der Rasse. Okay. Gibt es denn hier irgendjemanden? Hier hinten ist heute mal gar keiner. Oh ja, tatsächlich. Ganz alleine hier. Na, kann ich dir Beistand leisten? I missed you. Wer bist du denn, dass du mich vermisst hast? Hi. Da wackeln die Boobs. Why, hello. You're from Class Zero, aren't you? Don't be so surprised. You kids are famous. Dr. Horatia's darling children. The ones who destroyed the crystal jammer. Oh my my. What's this? Now you don't trust me? And you're not even trying to hide it. How adorable. My name is Emina. I'm a commander of cadets. However, I don't have a class at the moment, so I'm basically no different from any old tribune. But knowing that someone like you is a cadet, I wish I had a class of my own. I'm sure you'd much rather have me than Kurosume as a commander, right? Come and see me if you have the time. I never go out into battle, so you can always find me in academia. I'll be waiting. Die ist ein bisschen creepy, muss ich sagen. Aber ich finde es schön, wie Seven einfach nur dasteht und sie anfunkelt. Ich finde Seven irgendwie super. Ich weiß auch nicht, die finde ich cool. Die ist doch schon ein bisschen creepy, muss ich sagen, die Dame. Und irgendwie drängt sie sich einem ganz schön auf. Ne? I missed you. Aha. Dieser neue Badeanzug ist etwas gewagt, aber sehr hübsch. Viel zu schade, um ihn nur in meinem Zimmer anzuziehen. Hoffentlich kann ich bald an den Strand. Oh Gott, weg hier, weg hier! Was hältst du von der? Der Rat will die Schuld für die ganzen Opfer... Achso, das hatten wir schon mal. So, schnell weg hier. Macht mir doch etwas Sorgen, in der ihrer Nähe zu sein. Nicht, dass sie plötzlich wirklich nackt hinter mir steht. So, schauen wir noch bei den Stallungen vorbei. Da müsste ja unsere Zucht mittlerweile mal erfolgreich gewesen sein. Der Kaktor ist geflohen. Was für ein Kaktor? Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht der Kaktor von diesem Schüler hier, von die... Hallo, Yukinos Stein erhalten. Coole Sache. Liegt ja einfach mal so auf dem Weg rum. Vielleicht der Kaktor von diesem Elementarwächter, von dem gesprochen wurde? Kann das sein? Springt er jetzt hier irgendwo in der Akademie rum und ist fangbar? Wäre witzig. So, wie sieht's aus, Ace? What do you want? Die Schritte der Verlorenen verstummen. An ihrer Stadt erklingt ein sanftes Gebet. Sie entfachen zur lodernden Flamme, werden zum Licht für die, die es weiterzieht. Yeah, na klar. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Um weitere Küken zu züchten, musst du erst diese hier entgegennehmen. Na klar doch. Her mit dem Federvieh. Das gibt Militär-Chocobos und Kampf-Chocobos. Das klingt ja gut. Das hat sich ja richtig gelohnt, Mensch. So, beginnen wir mal eine neue Zucht. Kampf-Chocobo. Ein Chocobo mit einigermaßen hoher Angriffskraft. Wisst ihr was? Ich nehme mal die beiden Kampf-Chocobos und setze dieses Mimet-Kraut ein. Das habe ich übrigens in der Corsi-Grotte in einer Truhe gefunden. Dieses Blattgemüse erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Chocobo einer guten Rasse schlüpft. So, das klingt doch richtig gut. Voraussichtliches Zuchtergebnis, Streit-Chocobo. Klingt cool. Bin ich dabei.
mein Chocobo hat ein Ei gelegt. Yeah! Dein Chocobo hat ein Ei gelegt. Bis die Küken schlüpfen, dauert es noch ein wenig. Na klar. Streit-Chocobos, das klingt doch richtig gut. Die haben da wahrscheinlich eine noch höhere Kampfkraft. Ich weiß es nicht so richtig. So, jetzt war ich hier schon überall, ne? Ja. Gut, dann können wir ins Klassenzimmer gehen. Wir sind gleich schon 2 Tage rum von denen, die wir haben. Wahnsinn. So, aber bevor ich hier weiterschaue, ganz kurz, nicht die Aufstellung, nicht die Kampfmitglieder, die Ausrüstung. So, bei 7 die Dornenpeitsche. Schaut euch das an. Von 90 auf 139 hoch der Angriff. Das wird cool. Das wird richtig cool. So, bei King, da geht es nicht ganz so weit hoch, nur auf 83. Ist halt nur ein kleiner Sprung bei denen, ne? Also, halt immer nur um 2 jetzt für die normalen. Aber ist besser als nichts, muss man auch dazu sagen. Es ist auf jeden Fall ein besserer Angriff als vorher. So, wunderbar. Da hätte ich eigentlich auch für alle kaufen können. Ich meine, ich habe so viel Gil. Mache ich vielleicht mal abseits der Aufnahme. Und vielleicht kann ich ja auch für einen oder zwei noch die andere Waffe freischalten, die bessere. Mal schauen, wer weiß. So, können wir denn hier wieder was machen? Nein, wir haben nicht genug Kamin-Anima. Aber Magenta-Anima hier hinten für die Geschwindigkeit, das könnten wir nochmal machen. Klar, warum nicht? Ab geht's! So, jetzt haben wir eine sehr schnelle, relativ starke und ganz gut weitreichende Feuerattacke. So, bei der Eisbombe hat sich nicht sehr viel getan. Beim Blitz... Oh, wir haben genug Sepia-Anima, cool. Leider habe ich jetzt nicht mehr genug Magenta-Anima, um den Schaden zu erhöhen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann, gut, ich kann eh nichts machen, aber den Schaden, den wollen wir doch mal erhöhen dabei, sobald wir es können. Genau, jetzt habe ich hier auch den Protus-Zauber. Den werde ich aber nicht anlegen, glaube ich. Ich bleibe schon beim Vita. Mir ist es weitaus lieber, einen Heilzauber dabei zu haben, muss ich sagen. So, hier geht aber immer noch nichts. Schade, schade. Spezial haben wir noch nichts. In Ordnung. War jetzt nicht sehr viel zu machen. Schade. Okay, dann schauen wir mal im Klassenzimmer vorbei. Im Zimmer selber hatten wir bis jetzt auch noch nie irgendwelche tollen Gespräche, glaube ich, ne? So, King sitzt hier drüben rum. Wie sieht's bei dir aus? What is it? Viele Kadetten vertrauen Rem und Machina. Dabei lügt Rem uns an. Sie sagt uns, dass sie gesund ist. Die Böse. Ah, okay. Es gibt mal wieder eine Schlafszene. Wieder für Ace oder... Ja, Ace schläft hier öfters mal. Gut, schauen wir gleich rein. Erstmal mit King gesprochen. Huh? Mit Nein, meine ich. Wir vergessen Verstorbene. Was? Aber eine Sache will ihm nicht so richtig in meinen Kopf. Willst du wissen, was? Schieß los. Es heißt, wir vergessen die Toten. Aber ist ja nicht so, als würden einem die Erinnerungen einfach so aus dem Hirn flutschen. Ich weiß noch, dass ich mit der Person gequatscht oder die Person getroffen habe, oder? Ich weiß halt nur nicht mehr, worüber wir geredet haben oder wie die Person ausgesehen hat. Also vergessen wir nicht die Leute selbst, sondern verlieren die Erinnerungen an sie. Es gibt einige Leute, an die kann ich mich echt gar nicht mehr erinnern. Aber manchmal habe ich so ein total nebliges Bild vor Augen. Verstehe das, wer will. Ja, es ist also nicht nur bei Ace so, wie es scheint. Nicht nur Ace hat teilweise noch so kleine Erinnerungsfetzen an andere. We can do it. Warst du schon im Erzkristarium? Diese Einrichtung ist ausschließlich für uns Kadetten der Klasse 0 gedacht. Also sollten wir sie auch nutzen. Ja, ja, ich war schon da. Können wir hier hinten hin? Nein. Man muss ja immer mal schauen, ob man nicht vielleicht mal wieder in die Gedenkstätte gehen kann. Auch wenn es da ja im Prinzip nichts für uns zu tun gibt. So, dann wechseln wir mal von 7 auf Ace. Wunderbar. Und werden mal wieder ein Schlummerchen halten. Mir ist übrigens auch aufgefallen, die Bewegungsgeschwindigkeit der Charaktere ist ganz, ganz unterschiedlich. Ace ist zum Beispiel ein ziemlich fixer. Genauso Cater. Ich spiele mit Cater ziemlich gern...
weil sie unglaublich schnell dabei ist und man den Gegner ganz einfach mit ihr umrennen kann, um dann auf den richtigen Moment zu warten, um mal den Verhängnistreffer zu landen. Und Queen ist, glaube ich, auch ziemlich schnell und im Vergleich dazu sind andere halt ziemlich langsam. Also zum Beispiel Seven, die ist nicht die schnellste im Laufen, muss ich sagen. Hey.